Der Krefelder HTC feiert die Rückkehr von Olympiasieger Oskar Deke und Linus Budd. Das deutsche Hockeyteam sicherte sich durch einen 2:1-Sieg gegen die Niederlande die Goldmedaille. Für Oskar Deke waren die Olympischen Spiele in London ein unvergessliches Erlebnis. Ja, das ist, ist Wahnsinn. Erstmal schlägt das ein, alles, was alles los ist, was alles drumherum passiert. Da macht man sich gar keine Vorstellung von, wenn man nicht selber mal da war. Und das war einfach unglaublich. Und letztendlich, dass es mit der Goldmedaille geklappt hat, ist natürlich noch umso schöner. Ab wann hast du wirklich dran geglaubt, dass ihr die Goldmedaille erringen könntet? Ach, immer. Der Glaube ist immer da. Der muss auch da sein. Ansonsten glaube ich nicht, dass man das dann am Ende schafft, sondern man braucht Zuversicht und Glaube und muss auch zu 100% immer daran glauben, dass man das schafft und dann nur so geht's. Du konntest bei dem ganzen Feiertrubel überhaupt schon realisieren, dass du Olympiasieger geworden bist? Kann man das sofort begreifen? Ich glaube, realisieren und begreifen, das ist immer schwierig zu sagen. Also man weiß irgendwie schon, dass man das gewonnen hat, weil man ja auch letztendlich was in der Hand hat. Aber ich glaube, da braucht man erstmal so ein bisschen Zeit für sich. Und jetzt die letzten Tage, es waren mindestens 100 Leute mal um einen rum. Es sei denn, man hat eben mal kurz geschlafen, aber da denkt man auch nicht drüber nach. Aber ich glaube, das braucht noch ein bisschen Zeit und auch mal ein bisschen Zeit für sich. Und darauf freue ich mich auch schon ein bisschen. Auch für den deutschen Ersatzspieler Linus Budd waren die Spiele in London eine große Erfahrung. Ja, es war ziemlich aufregend, ziemlich anstrengend, auch für mich, weil ich natürlich zwar nicht mitgemacht habe, aber mich die ganze Zeit bereit halten musste und vom Kopf, damit mich das halt nicht irgendwie total überrascht, falls es dann doch passiert. Und ansonsten habe ich ja das ganze Programm mit der Mannschaft mitgemacht, also die ganzen Besprechungen, die ganzen Spielvorbereitungen, also ich war schon hautnah dabei. Deswegen war es für mich auch sehr anstrengend, auch wenn ich nicht gespielt habe. Ist durch das Erlebte jetzt Rio 2016 für dich ein Ziel, was man unbedingt erreichen möchte? Sagen wir mal so, ich hätte es vorher auf jeden Fall kategorisch ausgeschlossen, so lange noch weiterzumachen. Und jetzt würde ich es nicht mehr ausschließen, aber eine genaue Planung dazu habe ich nicht.